Heute ist die Küchenlust zu Gast im schönen Nordfriesland in Struckum bei Frau Jensen. Und sie sagt, das Kochen ist nicht nur eine ganz große Leidenschaft, das ist auch ein guter Ausgleich für ihren Beruf. Was machen Sie denn und warum ist das so ein guter Ausgleich? Ich arbeite als Steuerfachgehilfin und das ist natürlich nur ein sitzender Beruf und vor allen Dingen ein kopflastiger Beruf. Und beim Kochen kann ich so wunderbar abschalten. Das ist, hat ja auch was Meditatives, wenn man einfach nur Kartoffeln schält und wenn man nicht groß überlegen muss. Das geht so von der Hand ohne den Kopf anzustrengen. Ja, als Vorspeise gibt es die frische Suppe von Oma Carla oder eben auch die gute Hochzeitssuppe. Das ist eine Rinderkraftbrühe. Da wird Rindfleisch, Tafelspitz und eine Beinscheibe abgekocht mit ganz viel Gemüse, mit Suppengemüse. Und dann gibt es natürlich reichlich Einlagen. Es gibt Fleischklöße, es gibt Mehlklöße. Es gibt Reis mit Rosinen, das ist ja das Spezielle hier auch an der Westküste, dass man oft herzhaft und süß zusammen isst. Ja, und dann gibt es als Hauptgericht ein nordfriesisches Lammfilet mit Wirsing-Kartoffelpüree dazu in einer Rosmarin-Orangensoße. Und da braucht man gar nicht viel machen. Ich mariniere es eigentlich nur in ein bisschen Öl und Sojasauce und in Balsamico mit Knoblauch und Rosmarin, damit ich nachher eine schöne Soße bekomme. Das Fleisch braucht es eigentlich gar nicht. Den Wirsingkohl habe ich angeschwitzt in Butter mit einer Zwiebel und dann abgelöscht mit Brühe und lasse es ruhig eine halbe Stunde so köcheln, damit er schön weich wird. Dann koche ich die Kartoffeln auf 20 Minuten. Dann kommt das alles zusammen mit ein bisschen Butter und mit warmer Milch und wird einfach nur zerstampft. Und zum Nachtisch habe ich vorher schon mal Holunderbeeren, Marmelade gekocht. Diese Marmelade gibt es dann eben als Spiegel auf einem kleinen Teller und dann gibt es einen überbackenen Apfel-Ziegenkäsetaler. Auf einen gelungenen Besuch von uns, bei Ihnen. Ja, schön, dass Sie da sind. Ja. Willkommen, ja. Einmal erst die Brühe. Oh.